Gut, dann heilen wir uns nochmal. Und dann geht's richtig los, Leute. Dann geht's richtig los jetzt. Also jetzt ist wirklich Grand Finale. Uff, Alter. Uff, ich bin so gespannt. Ich bin jetzt richtig aufgeregt. Fast 40 Stunden Spielzeit. 39 Stunden und 56 Minuten, Alter. Stehen wir jetzt in der Pokémon-Liga. Lange genug hat's gedauert, ey. Lange genug. Okay, sehr gut. Es geht los, Leute. Es geht los. Oh. Wir leaden am besten wie immer mit Soul rein. Ich glaube, Soul ist so ungefähr das beste Lied, das wir haben irgendwie. Erster Top 4, Herbaro. Leute, erstes Top 4-Mitglied. Oh mein Gott, er fängt direkt mit dem Porygon an. LOL. Das ist nicht sein Ernst. Aber wir haben Wahlglas drauf. Unser Porygon-Set macht einiges mehr Schaden als seines. Er setzt Komprimator ein. Ja, easy. Okay. Sein Komprimator haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich. Moin, sitzt auf der Arbeit, will auch zum Türwald. Moin. Bruder, du schaltest gerade richtig ein. Wir sind hier gerade im Finale in der Pokémon-Liga. Als nächstes kommt ein Sumpex. Oh, da ist Frosty super. Sumpex hat eine vierfach schwäche Pflanze. Das wird safe im One-Hit. Nein, die Attacke ging daneben. Nicht dein Ernst. Aber jetzt muss sie treffen. Yes, sehr gut. Okay, Sumpex muss jetzt down sein. Ja, easy. Easy. Als nächstes kommt ein Ibitak. Okay, wir lassen Frosty drin. Ich heile jetzt Frosty hoch und wir versuchen es mit Eisspeer. Ich bin mal gespannt. Was? Ach nein, wir mussten es aufladen. Das habe ich total vergessen. Uff, ah, das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. Wir hätten fast Frosty verloren. Da kommt der Eisspeer. Der macht ordentlich Damage. Fünfmal getroffen. Alter. Oh, Grasflöte. Umwandlungs. Schon ein geiles Gefühl, ständig diesen super effective Sound zu hören. Schon wieder ein Porygon Z. Alter. Dann machen wir jetzt aber Uli mal rein. Oh, er setzt Geduld ein. Okay. Naja, aber zwei Auras fern überlebt es sowieso nicht. Okay. Das zweite Porygon Z von ihm ist auch down. Oh, kommt ein Wailord. Sollen wir da wieder mit Frosty rein? Ja. Gehen wir mit Frosty rein und Fauna-Statue. Panzerschutz. Bitte lass das ein One-Hit sein. Bitte lass das ein One-Hit sein. Bitte. Yes, es ist ein One-Hit. Nice. Okay, und jetzt müssen wir Frosty definitiv ausswitchen wegen dem Erholen. Ah, oh, wir haben ihn schon. Wir haben ihn schon. Okay, Top 4 Mitglied Nummer 1. Geschafft, Leute. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir haben ein sehr gutes Team am Start, Leute. Wir haben ein richtig, richtig gutes Team am Start. Okay, nächstes Top 4 Mitglied. Ist das schon der Feuerdude? Oder ist das erste dritte? Ah, nee, okay, wir haben erst die Gesteinstoße. Oder Theresa, genau. Oh, Empoleon. Okay, dann machen wir Erdbeben. Empoleon können wir mit Erdbeben auskommen. Ja, ja, genau. Erdbeben. Macht sogar richtig gut Damage. Oh, richtig gut. Die Lehmbrühe haben wir sogar noch abgewehrt. Uff, wie gut. Yes, Alter. Two-Hit auf das Empoleon. Wie gut. Erdbeben hat sich sowas von gelohnt, die Attacke mitzunehmen. Als nächstes kommt ein Starmie. Okay. Da nehmen wir Gustav. Dann nehmen wir Gustav mit Knirscher. Gleich nochmal. So. Das sollte Starmie normalerweise easy down machen. Yes, sehr gut. Manaphy kommt als nächstes. G
Gehe ich da wieder für Frosty? Ne, da bleiben wir mit Gustav drin. Gegen Manaphy bleiben wir mit Gustav drin. Ich bin mir fast sicher, Manaphy hätte auf jeden Fall. Manaphy hätte auf jeden Fall eine Fauna-Statue überlebt. Ich wollte im Übrigen noch die Animationen einschalten. Das muss ich unbedingt noch machen jetzt. Oh, sie setzen Top-Genesung ein. Okay. Okay, da ist das Manaphy down. Sehr gut. Burmadam. Pflanze Käfer. Da wäre Frosty. Ich probiere es mal mit Frosty. Und Eisspeer. Mal gucken, was wir Schaden drücken. Okay. Der hat der hat ordentlich. Aber sie hat ordentlich Spezialangriff dadurch verloren. Das ist gut. Eissperr. Ah, ging daneben. Sehr gut. Jetzt komm. Frosty. Fünfmal am besten. Ah, oh, war ein Volltreffer dabei. Nein! Ah, goddammit. Ah, oh, sie setzt auch eine Top-Genesung ein. Goddammit. Es gibt ihm nochmal ein Level nach oben. Dann können wir Frosty, je mehr das wir Frosty mit hochleveln, umso länger können wir es auch mit hernehmen. Ah, Mann, es lebt dann mit dem KP. Okay, aber jetzt haben wir es. Kabutops kommt als nächstes. Oh, Kabutops ist Pflanze Gestein, ne? Ausbietet uns ein Kabutops? Steinwasser. Das wäre halt vier. Da wäre halt Fauna-Statue wieder vierfach effektiv dagegen. Komm, wir bleiben drin. 55. Oh, da müssen wir uns auf jeden Fall ab. Aber Gestein ist. Ist Gestein sehr effektiv gegen Eis? Hier auf Capoeira. Ich glaube, Gestein ist sehr effektiv auf Eis, ne? Dann wechseln wir doch aus. Oh, eine fucking Citrubeere. Jetzt setzt er nochmal. Oh ja, oh, nee, ich dachte, es war ein Volltreffer. Ja, endlich geht sie mal daneben, ne? Die Scheißhypnose, ey. Unfassbar. Wow, was war das denn für ein Dreck? Okay, wir haben Theresa besiegt. Das zweite Mitglied der Top 4. Ich habe so das Gefühl, es wird super heavy gegen Cynthia. Wir sind jetzt schon teilweise unterlevelt. Ist ja nur ganz, ganz minimal, aber. Uff. Könnte schon super hart werden gegen Cynthia. So, nächstes Top 4-Mitglied. Ignaz ist das jetzt. Ist der einzige, den ich, von dem ich den Namen weiß. Wie Senior. Okay, ich mach einfach mal mit Surfer rein. Mal gucken, wie viel Damage war. Ah, wir drücken ordentlich. Ah, wir drücken richtig ordentlich. Und er setzt direkt sein Top-Genesung ein. Sehr gut. So, Visino ist auf jeden Fall schon mal weg. Starmie ein. Okay. Starmie, da nehmen wir dann wieder Gustav her für. Hat sich mittlerweile was geändert? Kenan, wir sind in der Top 4, Bruder. Wir haben jetzt im Team Gustav, unser Leta King. Wir haben Porygon Z drin. Glaciola, das wir in der Siegerstraße gefangen haben. Und unser Capoeira. Oh nein, es outspeedet uns mit Fontrennung. Das macht Damage. Das macht richtig Schaden. Yes, aber Starmie ist down. Minun kommt als nächstes. Da bleiben wir drin mit Gustav. Die Chance ergreifen und heilen Gustav gleich hoch.
Oh, es kam Blitzkanone. Uff. Wow! Was? Was? Das war ein Minon. Wieso macht das so viel Schaden? Oh mein Gott. Das war nicht mal ein Volltreffer. Junge, Junge. Alter, mit dem Minon stimmt aber definitiv was nicht. Er ist auf Steroide oder so. Wailord kommt als nächstes. Ja, solange wir Schaden mit Glaceola drücken können, müssen wir es auf jeden Fall nutzen. Und machen. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt hier noch für einen One-Hit reicht. Aber geil wäre, wenn. Ah, oh, nicht ganz. Ah, oh, er setzt natürlich direkt die Top-Genesung ein. Da müssen wir ausswitchen, Alter. Dann müssen wir ausswitchen. Oh, Velsa kommt. Bleib ich da mit Gustav drin? Ja, ich glaube, da bleibe ich mit Gustav drin. Rip Uri Geller, Alter. Rip Uri Geller. Oh, es setzt Schaufler ein. Geil, das war's. Das heißt, wir haben Ignaz auch besiegt. Oh mein Gott, das war knapp, ey. Also, was heißt, das war knapp? Aber wir werden halt schon immer stärker, ne, die Mons. Ich glaube, da war jetzt dein stärkstes. Was ist dein stärkstes hier? 57 oder auch 55? Also, das vierte Top-4-Mitglied. Das letzte Top-4-Mitglied. Und da geht's zu Cynthia. Also, Leute, Finale. Finale-Stimmung. Jetzt wird's richtig gut, ey. Jetzt wird's richtig gut. Heute Nacht geht's los, Pokémon Schwert, ja Mann, Schwert und Schild, Alter, ich bin so gehypt. Als ob du durchgemacht hast, hab ich doch gesagt, Dracmonius. Hab ich doch gesagt. Ich hör erst auf, wenn wir hier fertig sind. Und wir sind noch nicht fertig. Betonung liegt auf noch nicht. Okay, wir haben hier einen Lamus, ein Psycho-Pokémon. Da sollten wir direkt auf Gustav auswechseln. Genau. Oh, es setzt eine Top-Genesung ein. Gustav ist halt so gut. Oh mein Gott, ein Deoxys kommt. Uff, ob da ein Knirscher reicht für einen One-Hit? Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass ein Knirscher reicht. Yes! Sehr gut, sehr gut. Das heißt, der Knirscher von Gustav ist jetzt alle. Schnurgast. Was hat Schnurgast denn für einen Typen? Normal. Okay. Oh, sehr gut. Das macht halt nochmal Spotlight. Perfekt. Na, immer noch. Ja klar. Wir haben es gleich, Marcel, wir haben es gleich. Als nächstes kommt ein Granbull. Perfekt, können wir direkt drin bleiben mit Olimar. Komprimator. Oh, nicht. Drop. Aber wir haben Speed nochmal. Treffen nochmal mit Ding. Sehr gut. Das heißt auch, ja, mache ich.
mach ich. Ich muss jetzt sagen, wenn ich fertig bin hier mit der Liga, dann muss ich noch zum Onkel Doc. Dann fahre ich mit Sascha noch einkaufen. Pokémon Z kommt als nächstes. Da können wir dann auch wieder mit Olima drin bleiben. Okay, das wird ein Olima-Sweep. Ja, so ungefähr, Chris. Wo bleibt Razaf? Bisher, das Razaf hat Cynthia. Ich bin mir sicher, Cynthia hat noch ein Dialga oder sowas, ey. Ich würde ausflippen. Ich würde ohne Witz, ich würde ausflippen. Nein! Nein! Das ist nicht dein Ernst! Wow! Oh mein Gott, Alter! Was für eine Scheiße! Mit einem scheiß Hornbohrer! Alter! Wow, jetzt haben wir kein... Wow, und ich bin mir sicher, und jetzt hat Cynthia einen scheiß Dialga, jetzt wo wir kein Kampf-Pokémon mehr haben. Oh mein Gott, ey, dieser Dreckshornbohrer. Es lief alles so gut. Ja, und dann, Leute, ne? Punkt 9 Uhr fast geht's jetzt... geht's jetzt zu Cynthia. Geil. Let's go to Cynthia. Da ist sie. Alter, Leute. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los. Ich krieg schon Gänsehaut, ey, beim Theme. Ah, es ist so ein, geiler Track, Alter. Oh mein Gott, sie startet direkt mit dem Leetaking. Bitte? Guten Morgen, ich bin gerade gegen Cynthia, ja. Oh, 28 Uhr, morgen. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade im Finale. Ich bin jetzt im Finale, ja. Ich bin jetzt im Finale gegen Cynthia. Und sie hat einen fucking Leta King. Bitte? Doch, ich bin aufgestanden, aber der pustet so viel. Der war die ganze Zeit, lüfte die ganze Zeit auf Vollgas und ich wusste, ich konnte mich nicht einloggen und konnte nicht sehen, ob er schon fertig ist. Okay, wir müssen auswechseln. Bitte? Olima. An den Hornbohrer. Und wie war es? Wie konntest du schlafen? Nicht gut. Aber jetzt fürs Finale, das muss ich mir ja nur live angucken. Ja. Ja, wir haben zumindest die stärkere Attacke auf Gustav. Weil der Schlitzer, glaube ich, damals eine TM war, die wir drauf geklatscht haben. Oh mein Gott, ein Giftblick. Kampf der Giganten, Alter. Ah, sie spielt Trumpfkarte. Wirklich? Komm schon, Volltreffer. Es muss ein Volltreffer sein. Die wird immer stärker, je weniger AP die Attacke hat. Yes! Awesome. Okay, das Leta King von Cynthia ist auf jeden Fall schon mal down. Und Gustav hat ein Level erreicht. Nice. Level 56. Ist halt tatsächlich 9 Uhr, ne? Wie wir gestern Abend noch gesagt haben. Wir sind seit 9 Uhr hier. Ja, seit 9 Uhr, seit 1 Uhr. Seit 1 Uhr. Weißt du, was für ein Kansas es war? Ich habe bis um 5:30 Uhr morgens gegrindet.
Ich wäre fast durchgedreht, ey. Okay, Nidoking kommt. Dafür bräuchte man eigentlich Soul. Soul ist aber nicht voll aufgeheilt, deswegen werde ich Hellfried opfern. Um Soul voll aufzuheilen. No! Du hast gar nicht alles mit hochgelevelt. Nee, um Gott, nee, hab ich nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft, Alter. Ich war so lang beschäftigt. Also, du bist schon weit gekommen dafür, ne? Ja. Unser Team hat auch sagenhafte Leistungen Dingenskirchen gemacht, ne? Das war schon krass. Wirklich, das Porygon Z vor allem hat sich halt so gelohnt dann zum Schluss. Vielleicht überlebt er den Gift-Heap sogar. Nee. RIP Hellfried, Alter. Einmal F in den Chat, Leute. Einmal F in den Chat für Hellfried. Oh, Level 60 ist das Nidoking, Alter. Ich wollte gerade sagen, du bist ein bisschen anderer Level, kann das sein? Ordentlich. Oh. Aber der Kind. Yes. Nein! God damn it, Alter! Oh oh! Aber wir müssten es überleben. Aber ob wir es tun, weiß ich nicht. Ich warte mal ab, ich heil mal. Ja, jetzt heilt er sich wahrscheinlich. Tut es dann sowieso. Also, selbst wenn wir angreifen würden, müsste sich ja auch sofort wieder hochheilen. Den Top-Genesung vorher schon ausgespielt gegen das Leta King. Okay. Also wir sollten einen zweiten Gift-Heap überleben. Außer das Spiel ist halt gegen uns. Ne, wir überleben es. Oh, wir haben das Gift kassiert. Scheiße. Aber die Attacke, also Nido King ist auf jeden Fall dead. Und ein Gift überleben war. Und Top-Genesung heilt uns ja wieder voll hoch. Siegestraße noch schnell gefangen mit dem Meisterball. Oh. Das kann Fauna-Statue. Die stärkste Pflanzenattacke. Okay. Oh nein, es setzt Taucher ein. Suboptimal. Aber ein Taucher überleben war. Ja. Wenn das ein One-Hit ist, Alter, das wäre so gut. Wenn One-Hit ist, dann müssen wir uns wahrscheinlich von Frosty verabschieden. Oh, sie setzt eine Top-Genesung ein, die Bitch. Wir können halt jetzt direkt wieder für die Fauna gehen, aber dann sterben wir. Meinst du? Wir müssen uns eine Runde aufladen. Nach der Fauna-Statue. Also wir können halt eine Runde lang nichts machen. Das heißt, wenn wir jetzt Artillerie outspeedet uns, es greift uns an, wir hauen die Fauna raus. Oh ja, stimmt. Und dann ist Frosty RIP. Und du musst aber eigentlich über ein Opfer reden, oder? Ich heal jetzt mal Frosty hoch und dann sehen wir mal, was er macht. Der dauert ja zwei Runden. Stimmt ja. Der Taucher, ja. Okay, das heißt, wir greifen jetzt mit Fauna Statue an. Dann war es schon richtig, dass wir direkt hochgeheilt haben. Vielleicht ist es ein Crit, Alter. Das ist eigentlich ganz gut, dass das immer Taucher einsetzt. Ja. Das ist immer noch Zugzeit. Da habe ich immer einen Zugzeit. Oh, es ist... Nein, ich dachte, es ist ein Crit, aber es ist ein Highroll gewesen. Okay, jetzt kommt der Taucher wieder. Das heißt, wir können uns jetzt wieder... Jetzt wieder hier. Wir können uns jetzt... Aber dann setzt sie wieder Taucher ein. Wir könnten jetzt darauf spekulieren, dass wir den Taucher überleben. Nee. Nein. Heil dich einfach. Das ist doch... Du musst dich doch eh aufladen.
Ja, okay. Weil guck mal, jetzt ging es gerade in den Ausdruck, gerade eben nicht. Also wahrscheinlich wird es den Tower drin. Was denn? Was soll ich denn aufhören? Nein, ich soll auf dich hören. Achso, hör, also. Ich habe verstanden, hör auf. Okay, er setzt jetzt wieder einen Taucher ein. Das heißt, wir heilen uns nochmal hoch. Ja. Und dann setzen wir Fauna statt Genau. Ein. Und dann. Ja, wobei du brauchst ja nicht Fauna. Ich hab nichts anderes. Also, ich hab noch Eissplitter, aber Eissplitter ist halt. Oh no! Oh nein, es setzt Gähne ein. Aber es wird ja nur schläfrig. Also, wenn du jetzt einsetzt. Klingensturm haben wir noch, aber der lädt sich auf. Psykraft, ja, Dingens und Eisspeer ist halt. Ja, jetzt kommt der Taucher. Und jetzt schlafen wir aber ein. Nee, ich mach jetzt gar nichts. Ich mach jetzt erstmal gar nichts. Vielleicht wachen wir sofort wieder auf. Ich glaub's zwar nicht. Aber jetzt heil ich und hoffe halt, dass er einfach wieder Taucher einsetzt. Ja, kriegt er einen anderen Raum. Dann machen wir jetzt wieder Top Geneso. Hoffen, dass sie nochmal Taucher einsetzt und hauen dann nochmal raus. Okay, der Taucher kommt. Perfekt. Da wird es nur kein Crit werden. Crit wäre kritisch. Nein! Was? Die Attacke ging daneben. Wie unwahrscheinlich war das denn eben, bitte? Oh mein Gott, Alter. Ich hoffe, dass sie nochmal einen Taucher einsetzt. Okay, da kommt er. Fertig, passt. Jetzt müssen wir direkt ausswitchen. Sonst kassieren wir den nächsten Hit vom von dem nächsten Pokémon. Okay, so, Tidal ist da. Undämon. Ja, da brauchen wir Porygon für. Wie viel? Ah, nein. Okay, wir müssen Paula opfern. Nein. Wir müssen Soul halt aufheilen. Fürs Undämon. Ja, die macht nicht einfach Mu. Die macht jetzt. Oh Mann. Aber schon stark, ne? Drei Pokémon davon sind ja schon gekillt. Mhm. Oh, das war so ein Schatten. Vielleicht überlebt es Paula ja. Man weiß ja nicht, was sie einsetzt. Feuerfähiger. Ah, oh, das könnte ziemlich wehtun. Oh, Paula will noch nicht gehen. Warte mal. Musst du noch was healen? Ach so, ja, ich kann noch was healen. Stimmt. Gute Idee. Weil das Mon bringt ja eigentlich gar nichts. Gustav, nee. Ne? Gustav. Können wir gleich noch Gustav hochziehen. Ja, das heißt ja nichts mehr zum. Oh! Oh, wow! Du könntest noch Dingens. Jetzt könnte ich noch. Ja, dann heilen wir Dingens auch noch hoch. Ja, ja, ich hab. Ich glaube, ich habe 56 Top-Genesung gekauft oder so. Ja, aber die Kuh wird einfach vorgeschoben. Aber oh, hey, sie hat drei Pokémon geheilt. Aber ey, sie hat Paula saves the day, ohne Scheiß. Also Paula ist wirklich... Das Opfer war wichtig. So, und jetzt kommt Soul. Ich hab jetzt den Drippy-Mode, ne? Soul. Outspeedet zwar nicht, aber der Surfer dürfte fast oder dürfte killen. Ah, der Feuer fehlt. Oh nein! Ah! Na gut, okay, wir haben auch den Feuer getroffen. Ich hoffe einfach. Komm, Crit, Alter. Ah nein! Wieder so knapp, Alter. Ja, hoffen wir einfach, dass Hundemon nochmal Whirlpool einsetzt. Das wäre ziemlich dope. Oh, das hier, auf jeden Fall. Ich hatte die ganze Nacht nicht einmal unter 10 Zuschauer. Krass. Also 31 Zuschauer hier für Donnerstagmorgen 9 Uhr, das ist schon stark.
Ah, sie hat auch wieder Top-Genesung eingesetzt. Oh. Ihr Licht. Ihr Licht verbrennt dich nur. Ihr Licht verbrennt mich nur in Anfällen. Das ist ja der Dunkel. Ja. Das ist okay. Nee. Oder? Mhm. Lieber jetzt versuchen. Oh, das ich dachte, es wäre der. Wenn wir Glück haben, einfach Daumen drücken. Ja, passt perfekt. Hundemon ist down, Leute. Hundemon ist down. Zwei Stück noch. Jetzt kommt die Alga. Zwei Stück noch. Jetzt die Alga wäre scheiße, Alter. Ja, 54. Kramchef. Ich bleib mit Sahul drin. Ich hätte zwar noch Volipurba, aber jetzt wieder auswechseln und dann ein verbrenntes Soul übrig lassen, dass man irgendwann wieder einswitchen muss und dann heilen. Ich weiß es nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und Soul drückt ordentlich Schaden. Ich lass Soul drin. Morgen, Marco. Rügon Z ist Psycho. Flüchte einfach. Nee, Porygon Z ist normal. Ich dachte mir schon. Porygon Z ist normal. Level 62, Alter. Jetzt bin ich halt schon hart unterlevelt. Nachti. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war ein Crit. Ach du Scheiße. Ja gut, dann muss ich jetzt auf Frosty raus. Also nächster Fallen Runner hier. Nach wieder Nachtvieh. Ey, wir sind halt so, wir sind halt 13 Level drunter. Oh mein Gott. Das war wieder ein Volltreffer. Ja, trifft halt bis zu 5 Mal. Volltreffer. Ah, 3 Mal, Alter, ist halt nicht gut. Wäre Gustav wenigstens noch tanky gewesen? Ja, Gustav ist ein bisschen, aber Gustav habe ich lieber zum Schluss. Weil jetzt haben wir noch die Chance, halt wenigstens einen sehr effektiven Schaden rauszudrücken. Windstoß, okay. Da kann nicht so viel Schaden machen, oder? Wieder nach Team. Bitte kein Volltreffer. Bitte kein Volltreffer. Ja. Awesome. Wir kriegen nochmal einen Eisperr aus. Zweimal nur? Oh mein Gott. Wir haben halt keine andere Eisattacke mehr auf Frosty bekommen. Nach Team ist ein Crit-Move. Okay. Bitte, bitte, lass mich nochmal einen Eissperr rausdrücken. Alle Stoßgebete nach oben. Ja, sehr gut. Wieder nur zweimal getroffen. Digga, was ist das denn? Wir können bis zu fünfmal treffen. Ich hab beim ersten Mal, im ersten Top 4 Match, Alter, hat Frosty so gepunktet mit Eissperr. Das war richtig hardcore. Wieder ein Windstoß. Okay. Folterknecht. Okay. Dass ich keine Status-Move mehr machen kann. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt die Zitrubeere. 2000 Jahre später. Windstoß ging daneben. Und da spare ich mir mein Leta King lieber noch auf. Oh, nice. Ja.
Jetzt geht's in die richtige Richtung. Ja, komm, ein Volltreffer. Komm. Nein, Alter. Ah. Du kannst das. Oh. Jetzt muss ich halt nochmal mit Fauna angreifen, dass ich's down mache. Das ist halt super dumm. Weil halt die Attacke dann weg ist. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass das letzte Pokémon von dir nicht ein Wasser-Pokémon ist. Weil... Aber gut. Mit Letherking sollte ich's schaffen jetzt. Doch, also es kommt ganz. Wenn das nächste Pokémon jetzt ein Stahl-Pokémon ist, dann bin ich höchstwahrscheinlich fucked. Frosty hat's geschafft! Frosty hat einen Kramchef auf Level 62 niedergeprügelt. Und hat noch ein Level abgekriegt. Jetzt kommt Stahl-Arceus. Ja, dann ist vorbei, Junge. Dann ist vorbei. Gigastoß. Ja, das ist nochmal eine gute Attacke. Gazula ist zwar absoluter Special Attacker, aber hey. Egal, du kannst den theoretisch sogar Fauna starten. Ja, weil eigentlich ja, weil ich kann es eh nicht mehr aufladen. Nee, ich habe kein Elixier mehr, ich habe nichts mehr. Moorlord. Moorlord ist das letzte Pokémon. Ah, da wäre die Pflanze wahrscheinlich richtig gut gewesen. Ja, oder? Da wäre Fauna natürlich jetzt Bombe gewesen, weil es halt vierfach effektiv gewesen wäre. Das ist halt genauso wie ich. Ah, gut. Dann hätte halt eine Runde warten müssen. Aber es ist Level 58, das schaffen wir. Ja, das wacke Moorlord als Endgegner, ey. No! Ich heal jetzt nochmal einmal hoch. Das ist nicht direkt. Ha? Weil ich einen Gigastoß noch rausdrück. Achso! Wir haben jetzt noch einen Gigastoß drauf, dann drücken wir jetzt noch raus. Wasserdüse macht nichts. Ja, nice. Das sieht doch gut aus hier. Oh, war sogar ein Volltreffer. Gut. Ja, ist okay. Es ist okay. Wenn es stirbt, ist Leute. Okay. Genau. Frosty hat seinen Job getan. Frosty hat seinen Job getan. Richtiger MVP. Jetzt kommt Gustav und macht den Schluss. Gustav macht den Deckel zu. Das dürfte sogar für einen Hit reichen, das Tod. Nee, es lebt sogar noch. Ah, die Attacke ging daneben. Leute, wir haben's! Yes! Yes! I did it! Herzlichen Glückwunsch, Champ der Sinnoh-Arena hier. Dankeschön, die Grinderei hat sich gelohnt. Oh mein Gott, ey. Also, du bist doch echt fit eigentlich, ne? Also, ich bin überhaupt nicht müde, Alter. Überhaupt nicht. Mich hat dieses Spiel über Nacht so geärgert. Ich war so stinkesauer, dass ich keine Zeit hatte, müde zu sein. Da kann man ruhig mal klatschen. Leute, wir haben es geschafft. Richtig, richtig, richtig gut, Alter. GG, ey. Hätte ich mir nicht gedacht, Alter. Ich hätte es mir echt nicht gedacht, dass ich das noch schaffe heute. Ich hätte echt mal wieder sterben irgendwo in der Pokémon-Liga. Aber dass wir sogar noch Cynthia klatschen, ey. Krass. Das war echt krass, ja. Krass. Und gut, dass wir das Glaciola. Das Glaciola hat uns noch so viel geholfen, ey. Okay. Aber es ist jetzt doch 9 Uhr geworden, ne? Ja, 9:28, halb 10 ist ja. Jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt im Dock fahren. Ja. Nee, ich meine, du wolltest also, gestern Abend um 9 fertig werden. Ja, das ist halt genau. 9 Uhr morgens. Es ist halt 9 Uhr morgens, 12 Stunden später. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Ja, viel Spaß auf der Arbeit. Ne? Viel Spaß auf der Jahrarbeit, Iruna. Wir gönnen uns jetzt die Ruhmeshalle noch. Lassen das jetzt gerade ein bisschen ausklingen und dann geht's bald in die Haie für mich. Wie viele Stunden gestreamt? Insgesamt? Also insgesamt habe ich gebraucht 40 Stunden. Für das Ganze. Knapp über 40 Stunden waren es jetzt. Dass ich gespielt habe. Ich habe jetzt heute gestreamt 8 Stunden, gestern 6 Stunden, glaube ich. Also wenn du es so vorstellst, ich habe von gestern auf heute 14 Stunden Platin gestreamt. Dann nochmal die Ruhmeshalle, Porygon Z, aka Soul. Richtig heftiges Pokémon. Capoeira hat auch uns noch so... Ich sag's mit den Kampf-Items zum Schluss. Capoeira war gescarft. Porygon Z hatte die Specs und Letherking hatte das Wahlband drauf. Easy going.
Paula! MVP, Alter. MVP Paula. Und Helfried hat auch seinen Part gemacht. Seit 8 Stunden ein Level dazu bekommen. Ah, oh, richtig gut. Ey, mit so einem Crap-Team halt die Pokémon-Liga geschafft. Ne? 41 Stunden fahren. Ja, Punkt genau 41 Stunden, Leute. Punkt genau. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen, Leute. Der Stream wird jetzt dann online kommen. Dann könnt ihr nochmal nachgucken, wenn ihr wollt. Falls ihr noch ein paar Stellen suchen wollt. Oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis heute Abend. Ciao, ciao.